Getcho, Sandro! Getcho, alles, alles! Ringfrei, und jetzt! Dein Zuhause, dein Zuhause! Beide Puck sind in der Linkauslage. Und das soll sein, eine schöne rechte Gerade vom Roten. Aber auch eine schöne rechte Gerade vom Blauen. Beide schenken sich nichts. Ein schöner, sauber geführter Kampf. Schuhband hat sich geöffnet. Die Ringrichterin zeigt Time an. Time heißt, die Zeit wird gestoppt. Und bei Pucks geht sie wieder weiter. Schöner, schöner rechter Konter. Schöne rechte Gerade vom blauen Boxer. Das war ein bisschen mit dem Kopf zu tief und der rote klammert sofort. Wieder ein schöner linker Aufwärts vom blauen Boxer zum Kopf. Beide landen immer wieder schöne Treffer. Und teilweise auch harte Treffer. Oh, beide parallel die Rechte. Schöne, schöne Aktion zum Körper vom Roten. Oh, schöne Rechte vom Roten wieder zum Kopf vom Blauen. Schön ausgekontert. Beide taktisieren ein wenig, aber wenn sie schlagen, dann kommt es richtig. Ein Aufwärts zum Körper. Körper, Kopf. Beide machen es gut, auf ihre Art. Sehr interessante erste Runde, schwer zu bewerten. So, ich will mich noch nicht festlegen, wer diese Runde gewonnen hat. Ich warte die zweite ab. Knappe, knappe Entscheidung. Letzten Anweisungen auch in der roten Ecke. Zahnschutz. Rein in den Mund und weiter geht's. Beide bewegen sich schön in der langen Distanz.
Kopf zu tief von Blau. Und Rot drückt runter. Das war ein harter Konter vom roten Boxer. Blau geht in die Knie und wird angezählt. Er zeigt an, dass er wieder fit ist, bereit ist. Und Rot will es nützen. Rot spürt, dass er den Kampf jetzt beenden könnte. Aber je mehr Zeit verläuft, desto besser holt sich Blau und kommt wieder zurück. Schöner Körpertreffer von Blauen. Und oben die rechte Wahl drin. Blau hat sich wieder gefangen und boxt wieder mit. Gibt für Blau eine Verwarnung, das bedeutet Punkteabzug. Somit geht die zweite Runde auch an Rot. Also ich würde sagen, jetzt führt Rot in diesen Kampf, aber wir haben ja noch eine dritte Runde und in dieser Gewichtsklasse ist alles möglich. Mit 75 Kilo sind die Jungs schnell, aber auch hart beim Schlagen. Blau hat sich gut erholt zum Schluss der Runde. Schöne Körpertreffer gelandet, Kopftreffer gelandet. Hat auch die Initiative ergriffen bzw. den Kampf übernommen. Ich bin gespannt, was die dritte Runde bringt. Es könnte jetzt noch eine spannende Runde werden. Blau hat, wie es ausschaut, Anweisungen bekommen, zum Körper zu gehen. Er schaut immer wieder zum Körper, immer wieder. Körper und dann zum Kopf. Er macht das taktisch gar nicht so schlecht. Körpertreffer kosten Luft. Zieht der Gegner die Hände runter, dann kommt der Schlag zum Kopf. Und Blau wird immer dominanter. Wieder der rechte Kopfhaken. Der rote Boxer wird zwar vom Publikum angefeuert, aber den Kampf momentan führt der blaue Boxer. Steht viel daneben, Rot ist müde. Und wieder links unten, rechts oben. Rot muss etwas tun. Oh, jetzt war wieder ein harter Rechter. Oh, Rechter zum Kopf. Muss angezählt werden, richtig. Sehr gut, Frau Ringrichter, perfekt. Das war ein Wirkungstreffer. Und Rot ist angeschlagen. Und Blau bleibt seinem Motto treu, immer wieder. Erst zum Körper und dann zum Kopf.
Oh, wieder eine harte Rechte zum Kind vom Roten. Rot ist schwer angeschlagen. Rot drückt, wird auch ermahnt und der Kampf geht weiter. Publikum probiert noch einmal den roten Fuchs anzufeuern. Lissandro rufen, aber trotzdem blau dominiert zurzeit. Zehn Sekunden. Schöner Kampf. Und schwer zu bewerten. Die dritte Runde gehört eindeutig blau. Die zweite eindeutig rot. Und bei der Außenrunde war ich mir nicht sicher. Da kann man so oder so punkten. Vielleicht ein bisschen Heimvorteil für Blau, für Rot, Entschuldigung. Lassen wir uns überraschen. Auf alle Fälle ein schöner, attraktiver Kampf fürs Publikum, sauber und fair geführt. Was sagt das Urteil, Sandro Vidovic oder Matteo Galinski? Gründlich überprüft, es dauert ein wenig. Also kein klares Urteil. Also ich vermute, wenn es so lange dauert und so genau nachgerechnet wird, wir warten immer noch. Aber was ich so mitbekommen habe, wird es ein 2-2 Urteil. Dann war die erste Runde doch ganz knapp für Rot. Und ein knappes 2-2 Urteil. Aber von meiner Seite aus Gratulation an beide Boxer. Ein wunderschöner, fairer Kampf.